Heute kümmern wir uns ja um dieses leckere Brot zum Füllen. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Wir brauchen einmal Mehl, Salz, Hefe und lauwarmes Wasser. Und das tun wir jetzt ordentlich verkneten. So, also nicht wundern, dass der Teig jetzt noch klebt. Das ist normal. Ich gebe mir jetzt ein bisschen Öl auf die Hände. Oh, das war ein bisschen viel. Einfach, dass die Hände halt mit Öl eingeschmiert sind. Jetzt falten wir das einfach. Und jetzt geben wir ihn einfach in eine Schüssel, decken ihn ab und dann darf er erstmal gehen. So, ich habe den Teig jetzt so eine Stunde gehen lassen. Jetzt habe ich hier Maismehl. So, dann nehmen wir uns jetzt ein Stück. Ich habe jetzt einfach meine Hände wieder etwas eingeölt. Dann tun wir das zu so einem Kreis formen. Muss man einfach selber gucken, wie groß man das haben mag. So, jetzt brauchen wir hier etwas Maisgrieß. Und etwas Olivenöl. Das schlagen wir jetzt einfach so zur Hälfte. Und dann kommt das Ganze einfach in die heiße Pfanne. So, und wenn es dann schön Farbe bekommen hat, kann man es einmal wenden. Und so machen wir das einfach mit den anderen auch. Ich wollte noch mal zeigen, hier sieht man das jetzt, wie sich das schon so schön öffnet. Also da muss man später gar nichts einschneiden, sondern man kann es einfach aufklappen. Also wirklich richtig toll und dann halt einfach je nachdem bewegen, wie man es mag. Ja, und ich habe das Ganze jetzt gefüllt mit Rucola, Tomate, Burrata, Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl. Aber das kann man ja füllen, wie man will. Und wie gesagt, ich habe hier nichts aufgeschnitten. Das ist einfach von so, also von so aus schon offen gewesen, genau. Und zwar jetzt würde ich sagen, ich probiere mal. Beiß da jetzt mal rein. Das ist so lecker. Und man kann es ja gut vorbereiten und dann hat man vielleicht zum Beispiel Belag auf dem Tisch stehen und dann kann sich jeder das belegen, wie er möchte. Oder ist auch ein tolles Brot zum Grillen. Also ich kann nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!